habe Angst. Moin aus Flagstaff. Im Econo Lodge kriegen wir Frühstück. Wir haben jetzt 6:15. Und dann geht es gleich zum Blue Canyon. Da wollen wir heute ein bisschen früher sein, weil ich bin so verbrannt, ich muss mal ein bisschen weniger Sonne tanken. Gut. Ach, hier wurde ruhig nicht, habe ich. Toast, Cereals, Bagels. So, ich habe mir jetzt hier ein Bagel mit Erdnussbutter gemacht. Das nehme ich mit. So, ein Bagel ist eingepackt. Es geht los. Also auf dem Weg von Flagstaff nach Tuba City ist jetzt gerade nicht so spannend. Wir haben es jetzt 7 Uhr. Ein paar Hügel. Gerade waren links ein paar Berge mit ein bisschen Schnee oben drauf, aber die sind schon vorbei. Ja, hier passiert erstmal nicht viel. Ja, jetzt ist es 7:07 Uhr. Hier ist jetzt wirklich nichts mehr. Also es wird immer weniger. Jetzt ist es 7:11 Uhr. Also, wenn es noch weitergeht, dann haben wir gleich keine Straße mehr. Vielleicht nur noch Sand oder so. Weiß nicht. Mein ganzes Handy. Gute 2 Stunden brauchen wir von Flagstaff bis zu unserem ersten Ziel für heute. Obwohl der Blue Canyon mit seinen 15 Meilen recht lang ist, führt er größtenteils durch eher unscheinbare Badlands mit bläulichem Lehm und vereinzelten Hoodoos, aber ohne viel Interessantes. Der am häufigsten besuchte Abschnitt befindet sich am stromabwärts gelegenen Ende, wohin es auch uns heute verschlägt. Hier ist der Sandstein eher rot und weiß als blau. Aber die Farben sind auf viele kontrastreiche Arten kombiniert und die Felsen sind zu einer erstaunlichen Auswahl an runden oder spitzen Formen erodiert. Der gesamte Canyon und seine Zufahrtsstraßen befinden sich auf dem Land des Hopi-Reservats und der Stamm ist in den letzten Jahren besorgt über die zunehmende Zahl von Besuchern im Hinterland. Daher sollen seit 2014 sowohl eine Genehmigung als auch ein begleitender Führer erforderlich sein. Jedoch stehen nirgends Verbotsschilder. Und wo kein Kläger, da kein Richter. Wer noch neu hier auf dem Kanal ist, wird vielleicht langsam bemerken, dass wir die Natur den Städten vorziehen. Für mich ist es so, Städte, wie wir sie heutzutage kennen, existieren vielleicht seit 150 Jahren und wurden von Menschen gebaut. Darum ist es für mich persönlich, und das möchte ich hier nochmal deutlich hervorheben, für mich persönlich um ein Vielfaches interessanter, was die Natur über Millionen von Jahren geschaffen hat. Ganz besonders haben es uns die erodierten Steine angetan. Skurrile Formen, unglaublich schöne Farben und so weiter. Und ob die von uns gewählten Ziele auch für dich interessant sind, das musst du ganz allein für dich entscheiden. Das ist einer der Gründe für mich, meinen Abonnenten klarzumachen, dass sie ihre USA-Reise in Eigenverantwortung planen sollen und die Route mitsamt den Zielen exakt auf die Bedürfnisse aller Mitreisenden angepasst ist.
However, wir haben unser Auto geparkt und es sind keine 200 Meter bis zu den ersten Felsen, welche wir ursprünglich bereits im Jahr 2019 besuchen wollten. Derzeit hatte es jedoch geregnet und die Straße war so matschig, dass wir das Risiko, stecken zu bleiben, lieber nicht auf uns nehmen wollten. Jetzt hat's aber geklappt und wir erfreuen uns an den herrlich rot-weißen und vor allem mit diesen einzigartigen Zickzack-Mustern versehenen Gesteinsformationen, die außerdem eine beachtliche Größe aufweisen. Nach 2 Stunden sind wir wieder zurück zum Auto, um einen weiteren Teil des Canyons aus klimatisiertem Raum zu erkunden. Wie weit wir hier genau gelaufen sind, weiß man nicht. Meine Frau sagt, es seien maximal 4 Kilometer gewesen. Ich denke eher, dass es so 20 bis 30 waren. Jedenfalls hat die Mission Blue Canyon insgesamt 3 Stunden gedauert, bis wir wieder Asphalt unter den Rädern hatten. Dieser Zustand ist auch nur von kurzer Dauer, denn der Coal Mine Canyon liegt direkt in der Nachbarschaft und wir erreichen ihn am frühen Nachmittag. Wandern ist hier nicht so einfach, denn die Canyonkante wirkt super fragil und die Abhänge sind größtenteils sehr steil. Da uns dieser Blick in den Canyon noch nicht so ganz zufrieden stellt, entscheiden wir uns noch von einer anderen Seite an die Kante heranzufahren. Hier waren wir 2019 schon mal und die Matsche hat unseren Schuhen die ultimativen Plateausohlen verpasst. Das war derzeit der Grund für den Nichtbesuch des Blue Canyon. Allerdings konnten wir damals auch ein paar schöne Aufnahmen machen. Zum Beispiel diese unglaublichen Wolken. Oder auch vom Canyon selbst. Zurück in die Gegenwart also. Als wir da so rumlaufen und unsere Videos und Fotos machen, steht plötzlich neben unserem Auto ein weiteres. Doch es steigt niemand aus. Jetzt sitzt dort einfach einer am Steuer seines Pickup-Trucks und wartet. Möglicherweise auf uns? Ich bin da mal lieber losgestapft und siehe da, es ist der Landowner, also der Besitzer des Grundstücks. Ein Hopi. Er erklärt mir, dass er uns auf seiner Überwachungskamera gesehen und verfolgt hat, um uns nun freundlich darauf hinzuweisen, dass wir uns auf privatem Boden befinden. Ich habe mich natürlich bei ihm entschuldigt, wobei ich auch den Verdacht hatte, er genießt es, sich mit Fremden aus aller Welt austauschen zu können. Denn er hatte ein Funkgerät dabei und er erzählte seiner Frau, dass wir aus Deutschland kämen und diese zeigte sich hörbar erfreut darüber. Möglicherweise passiert in mancher Leuts Leben nicht mehr viel und man freut sich über die illegalen Einwanderer. Und hält dann ein 10-minütiges Schwätzchen. Dazu muss ich auch noch sagen, ich wäre ja nicht da reingefahren, wenn dort ein Schild gestanden hätte. Private Property, keep out oder so. Aber wenn da nichts steht? Egal, wir haben auf jeden Fall eine dritte Ansicht genießen können und begeben uns mit den verbotenen Aufnahmen zurück zum Highway. Dieser bringt uns innerhalb von 2,5 Stunden zum nächsten Ziel. Search.
Standing on the corner. Wirklich. Oh no, Alter. Immer wenn ich was erzählen will, labert mir entweder die Navi-Frau dazwischen oder sowas kommt. Ja, manchmal ergibt eine Nachvertonung durchaus einen Sinn. Standing on the Corner ist eine Route 66 Roadside Attraction im Stadtkern von Winslow. Jackson Browne und Glenn Frey komponierten gemeinsam den ersten Hit Take It Easy von den Eagles. Der Song enthält eine Strophe. Und der Park soll daran erinnern. Blue Canyon und Coal Mine Canyon heute hat viel Kraft und Zeit gekostet, hat sich natürlich gelohnt, aber auch fast nicht zäh, ist nur ein bisschen gefrühstückt und deswegen gibt es heute wieder Lunchables. Nachos with Cheese and, Cheese Dip and Salsa. Winzige kleine Nacho Juice. Wie heißt die hier? Nachos? Einmal mit Salsa. Salsa ist lecker. Und die Käsesoße. So wie wir uns aus dem Kino kennen eigentlich. Die Nachos so probieren. Und keinen besonderen Geschmack. Einfach nur plain. Plain Nachos. Aber mit dem Dip ist echt essbar. Wir fahren weiter nach Holbrook, wo wir uns noch kurz ein Wigwam Motel ansehen, bevor es für uns ins heutige Motel 6 geht. Willkommen in Holbrook am Motel 6. Tada. Zimmer 126. Einmal Bett, zweites Bett. Eine Lampe geht, die andere hat gar keine Birne. Mikrowelle, Kühlschrank, irgendein Tisch. Die oft übliche Space-Dusche von Motel 6. So let it.